Liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe, ich darf heute Herrn André Poggenburg von der AfD begrüßen. Herr Poggenburg ist Kandidat, erstmal als Direktkandidat für unseren Wahlkreis und gleichzeitig ist er auch auf der Liste der AfD auf dem ersten Platz und der Landesvorsitzende von der AfD. Und ich hatte in den letzten Sendungen, hatte ich Ihnen ja immer Direktkandidaten vorgestellt, die mehr oder minder im Listenplatz nicht so berücksichtigt wurden, daher noch ein paar Erläuterungen für sich selber, für ihr Wahlrecht. Es gibt zwei Stimmen, die Sie im Landtagswahlkampf vergeben können, die Erst- und die Zweitstimme. Die Erststimme wählen Sie Ihren Kandidaten, den Sie bevorzugen. Wenn ich irgendwas falsch sage, unterbrechen Sie mich, Herr Bockenburg. Völlig richtig. Und in der Zweitstimme bestimmen Sie die Partei, die gewählt wird. Und am Schluss wird dann eben erstens die Stimmen vergeben über die Partei. Und diesen Listenplatz bestimmt eine Parteiversammlung intern, je nach eigenem Modus letztlich, aber halt unter Parteiengesetz berücksichtigt. Und Herr Bockenburg wird also zu nahezu 100% einziehen für unseren Burgenlandkreis, zumindest über den Listenplatz. Herr Bockenburg, als AfDler-Alternative für Deutschland haben Sie es ja manchmal nicht leicht in der Presse, kriege ich es ja mit. Heute früh hatte ich eine Meldung gelesen, die mich schon etwas bewegt hatte. Die Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt hat jetzt also deutlich erklärt, dass Arbeitnehmer, die bei der AfD sind, nicht beschäftigt werden dürfen. Wie schützen Sie Ihre Mitglieder oder was sagen Sie dazu? Also dieses Vorgehen ist uns auch zu Ohren gekommen, ist ganz klar wieder durch die Medien transportiert. Und ich muss sagen, das ist ein Vorgehen, wie wir es im Grunde aus Diktaturen kennen, dass hier mit Parteien, die als systemkritisch wahrgenommen werden, dass diese quasi die Mitglieder ausgegrenzt werden, lehnen wir völlig ab und zeigt, in was für eine Schieflage wir in Deutschland bisher gekommen sind. Unsere Mitglieder stehen natürlich zur AfD, die Funktionäre, die bestimmte Positionen bekleiden sowieso, aber auch jedes andere Mitglied steht zur AfD. Wir versuchen natürlich, die Mitglieder zu schützen, indem wir die Daten, die Mitgliederdaten nicht einfach zugänglich machen, öffentlich zugänglich machen. Aber grundsätzlich haben wir zu diesem Verhaltenskodex bei uns, wer zur AfD kommt, steht zur AfD, auch bei allem Gegenwind. Ja, das ist ja mutig dann eigentlich. Ja. Woher kommt eigentlich dieser Hass letztlich auf die AfD und dieser Unmut auf die AfD? Woher kommt der? Sie haben schon richtig gesagt und schlägt teilweise wirklich Hass entgegen. Der Hass kommt natürlich dann eher von ganz links, von links außen, aber den spüren wir, den spüren wir auch im Wahlkampf. Den habe ich persönlich auch schon mitbekommen, indem meine Geschäfts- und Privaträume verwüstet wurden, indem entsprechende Drohungen hinterlegt wurden. Aber zu dem Hass kommt auch eine Ablehnung der politischen Gegner und auch Teile der Medien hinzu. Und ich muss sagen, sicherlich deswegen, weil die AfD als einzige systemkritische, nicht systemfeindlich, das möchte ich klarstellen, aber als systemkritische Kraft wahrgenommen wird, als wachsende Kraft wahrgenommen wird und die Veränderungen bringen könnte in Deutschland, die vielen eben unangenehm sind, natürlich vor allem der etablierten Politik. Ich habe jetzt auf so einem großen Wahlplakat heute in der Stadt Zeitz gelesen, keine Experimente. Ist denn, das war glaube ich von der CDU, sind Sie ein Experiment? Die AfD ist kein Experiment erstmal und ja, diese Aussage, dieses Wahlkampfmotto der CDU, Sie haben es richtig gesagt, das kennen wir auch. Wir haben uns da sehr gefreut, weil die CDU natürlich Wahlkampf für die AfD in dem Moment macht. Weil die CDU als Regierungspartei, als Mitregierungspartei an den Experimenten, die wir gerade erleben, Multikulti-Experiment beispielsweise, EU und Euro, also Währungsexperiment, aber auch an den Bildungsexperimenten, die wir haben, ja kräftig mitgewirkt hat, maßgeblichst mitgewirkt hat, jetzt fordert keine Experimente und damit deutlich sagt, wer keine Experimente möchte, dass keine Experimente es geben sollte, der kann ja nur AfD wählen, weil wir sind gegen Experimente. Was bedeutet für Sie Toleranz? Toleranz ist sehr wichtig, gerade in einem Land, das sich doch eine als freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat etabliert hat. Toleranz ist sehr wichtig, aber Toleranz hat sicherlich auch Grenzen. Das heißt, gerade für unsere Politik ist wichtig, Toleranz ja, aber es muss natürlich das Wohl und Wehe des eigenen Volkes, des deutschen Volkes wahrgenommen werden, im Vordergrund stehen und unter dem Deckmantel einer
völlig zügellosen Toleranz werden heute politische Dinge abgehandelt, werden politische Doktrinen herausgegeben, beispielsweise bei der Asylkrise, die uns einfach zu weit gehen. Was ist für Sie das deutsche Volk, das, was Sie vorhin erwähnt hatten? Das deutsche Volk ist für uns, zum deutschen Volk gehört jemand, der die deutsche Staatsangehörigkeit hat und der sich natürlich bekennt zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zu unserer Wertevorstellung. Kurz und bündig, das reicht, glaube ich. Unabhängig der Hautfarbe, völlig, genau, völlig unabhängig der Herkunft, der Hautfarbe. Es geht darum, wirklich unsere Wertevorstellung, unser Verständnis zur Demokratie anzunehmen. Was bedeutet für Sie Solidarität? Wichtiger, ganz großer Begriff. Ich finde auch ein sehr deutscher Begriff, weil der Sozialstaat, wie wir ihn kennen, der ja auch ganz stark Solidarität beinhaltet, ist ja ein vor allem auch deutsches Phänomen. Ich glaube, zurückzuführen bis auf Bismarck. Solidarität ist sehr wichtig, allerdings wird Solidarität heute auch missbraucht, bis hin zur sogenannten Inklusion, was nichts mehr mit Solidarität zu tun hat. Aber ich denke, Deutsch und auch deutsche Wertevorstellung ist Solidarität ganz hoch angesiedelt. Jetzt mal ein paar Sachen, wenn Sie das dem Publikum sagen wollen, zur eigenen Person. Man hat sie ja auch schon ein bisschen in der Zeitung ja beschrieben. Und da gab es immer sowas wie, oder was, sag mal vielleicht, was sind Sie beruflich oder wie kommen Sie zur Politik oder welche Fähigkeiten bringen Sie mit? Oder genau, einige mal, Punkte bisschen, direkt zu meiner Person. Ja, Sie sind ja auch Landesvorsitzender. Richtig. Vielleicht gehen wir auch von aus, wie aus der Region kennen Sie vielleicht. Ja. Aber das wird vielleicht die Sendung auch bundesweit geguckt oder doch vielleicht auch weltweit. Ja, richtig. Also erstmal darf ich mich so weit vorstellen, Sie hatten es gesagt, mein Name ist André Pockenburg. Ich selber bin 40 Jahre alt, bin 22 Jahre Unternehmer in einem Kleinbetrieb im Behälterbau. Ich habe die Möglichkeit und Ehre, die AfD zu vertreten als Direktkandidat, als Spitzenkandidat im Landtagswahlkampf jetzt. Ich bin Landesvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt, bin auch Mitglied des Bundesvorstandes der Alternative für Deutschland und darf für die AfD bisher im Kreistag tätig sein. Ihre Ziele für unser Land Sachsen-Anhalt? Haben Sie spezielle Ziele jetzt mal ja, für unser Land? Ja, also wir haben uns ja als AfD Sachsen-Anhalt, sind wir in den Wahlkampf gestartet, mit 4 Themenschwerpunkten. Das heißt, wir haben ganz oben gehabt innere Sicherheit. Wir haben natürlich auch das Thema Asyl und Einwanderung gehabt. Wir haben das Thema Bildung und Familie. Und wir haben das Thema direkte Demokratie. Wir selber wissen ja, die AfD und die Bürger wissen, wir sind in Sachsen-Anhalt Schlusslicht in mehreren Bereichen. Ja. Wir sind bei den Flächenländern Schlusslicht bei der Kinderarmut. Wir haben beispielsweise ein stagnierenden Breitbandausbau im digitalen Bereich und auch bei der Wirtschaft hinken wir sehr hinterher. Wir haben im Grunde keinen guten kleinen Mittelstand, Wirtschaftswachstum ganz schlecht in Sachsen-Anhalt und wir möchten das natürlich sehr gerne ändern. Dann haben wir, das hatte ich mir noch aufgeschrieben gehabt, werden Sie bestimmt schon viel gefragt worden sein, nachdem die Umfrageergebnisse ja eigentlich für Ihre Partei exorbitant gut sind hier im Land und die meisten Parteien erklären, man kann mit ihnen nicht zusammenarbeiten. Haben Sie für sich selber schon eine Entscheidung getroffen, ob Sie koalitionsoffen wären für irgendeine Partei und welche Ihnen am nahestehendsten ist nach dem Programm? Also wir sind in den Wahlkampf gegangen und werden auch in den Landtag gehen mit dem Anspruch einer starken, vielleicht sogar sehr starken Opposition. Das ist unser Anspruch, den wir haben. Allerdings werden wir einem Gesprächsangebot beispielsweise von einer CDU nicht aus dem Wege gehen. Wir sind keine ideologische Partei, wir sind eine Partei, die Sachpolitik machen will. Und da gehört es dazu, natürlich auch diese Gespräche zu führen. Es wird ja auch an der AfD sehr wahrscheinlich nach den bisherigen Werten erstmal nichts vorbeigehen. Es gäbe die Variante einer Koalition, beispielsweise Schwarz-Blau oder es gäbe die Möglichkeit der Tolerierung einer Minderheitsregierung. Im Moment gibt es für uns nur Variante 2. Es gibt für uns keine Partei, auch keine CDU, so wie sie jetzt existiert, mit der wir wirklich eine Regierung bilden könnten. Es wird sich sicherlich die Gespräche geben, den gehen wir nicht aus dem Weg, aber wir haben den Anspruch einer starken Opposition. Für welchen Fachbereich würden Sie sich selber einschätzen? Gesundheit, Soziales, Arbeit, welchen Fachbereich wäre Ihr liebster Bereich, wenn man Ihnen mal einen höheren Posten anbietet? Also über die Fachbereiche beraten wir selber gerade auch.
unter unseren angehenden Fraktions- bzw. Landtagsabgeordneten. Das möchte ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen. Es gibt da eine ganze Menge, die wir Dinge, die mir am Herzen liegen. Natürlich ist die Wirtschaft als langjähriger kleiner Mittelständler ein wichtiger Punkt für mich. Aber ich bin auch beispielsweise sehr engagiert und auch sehr verbunden beim Umweltschutz, beim Tierschutz. Aber da möchte ich gar nicht weiter vorwegnehmen, das klären wir noch in der Fraktion. Jetzt hatte ich mir noch ein bisschen aufgeschrieben, was, weil man sie ja nicht so unbedingt einordnen kann. Und vielleicht sagen selber was dazu. Sind Sie eine konservative Partei oder wie sehen Sie konservativ? Oder sind Sie eher eine liberale Partei oder eine völkische Partei? Oder wie sehen Sie sich selber als AfD? Also wir sind eine liberal- und national-konservative Partei. Wir sind keine völkische Partei. Das wird uns zwar nachgesagt, auch mit dem Begriff Rechtspopulismus schön kombiniert oft, das stimmt einfach nicht. Ja. Wir haben uns sehr früh, auch in Sachsen-Anhalt, vor allem Sachsen-Anhalt, positioniert und an unsere Themenschwerpunkte und haben gesagt, wir stehen einen deutlichen Schritt, da haben wir das böse Wort auch gebraucht, einen deutlichen Schritt rechts neben der CDU. Wir stehen Mitte rechts, dazu stehen wir auch. Und durch die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte ist einfach in der Mitte bei den bürgerlichen Konservativen Platz geworden, Raum geworden für uns, für die AfD. Und den nehmen wir jetzt wahr und in Anspruch. Wenn ich Ihnen so zuhöre, da könnte man Sie fast als CSU von Sachsen-Anhalt bezeichnen. So ungefähr thematisch ja. Allerdings gibt es einen ganz großen Unterschied zur CSU. Der Unterschied ist der, wir stehen zu den Aussagen, die wir machen, auch im Wahlkampf. Und wir stehen auch nach der Wahl zu den Aussagen. Das ist der Unterschied zur CSU. Was bedeutet für Sie Freiheit? Auch ein ganz großer Begriff, ein sehr grundsätzlicher Begriff. Freiheit ist natürlich die Möglichkeit, selber frei zu handeln und zu entscheiden. Allerdings auch die Pflicht natürlich für sich selber, für sein Handeln einzustehen, selber Verantwortung zu übernehmen für sich. Ja. Das sind quasi die beiden Seiten der Medaille. Wir als AfD stehen dazu, dass unseren Bürgern viel Freiheit eingeräumt wird, auch der Wirtschaft viel Freiheit eingeräumt wird und nur in manchen Bereichen der Staat noch regulieren sollte. Ich denke mal, das ist auch dieser liberale Aspekt, den wir auch in unserer Partei haben und vertreten. Jetzt haben wir ja recht allgemein immer gesprochen, weil Sie ja auch immer auf der Landesliste ja immer stehen, Land vertreten. Ja. Aber Sie sind ja auch Direktkandidat für uns, unsere Zeit mit der Umgebung. Mhm. Und bei uns ist ja der größte Arbeitgeber die MIBRAG, das ist ja doch auch Braunkohle. Ja. Und es gab ja eine ganz eindeutige Aussage jetzt der Großen Koalition, dass Braunkohle also ein auslaufendes Modell ist, sodass ein Strukturwandel auf uns zukommen hier in der Region. Was heißt Strukturwandel? Heißt, die Arbeitsplätze verschwinden oder Alternativen werden aufgebaut. Wie stehen Sie zu diesem Thema, zur Braunkohle, zur Energiewende? Richtig ist erstmal, wie Sie gerade sagten, ich bin auch Direktkandidat für den Wahlkreis 41, das heißt Zeitz, Hohenmölsen. Und natürlich beschäftigt man sich auch mit den Themen hier vor Ort. Richtig. Braunkohle haben wir, ganz großes Thema. Ich war letztens bei einem Empfang der MIBRAG auch, habe mir das auch sehr aufmerksam angehört. Und wir stehen als sehr sachorientierte Partei dafür, dass Lösungen gerade solcher grundsätzlichen Sachen nur über Jahre oder Jahrzehnte angegangen werden können. Also keine Symbolpolitik, keine Ad-hoc-Lösungen. Und wir sagen auch, richtig, der Bodenschatz, der einheimische Bodenschatz Braunkohle muss genutzt werden. Allerdings ist der Fakt der Energiegewinnung aus Braunkohle eine Sache, die sicherlich ein letztendlich auslaufendes Modell ist. Die Frage ist, wie kann man das ersetzen? Wie können Arbeitsplätze erhalten werden oder wie kann man neue Arbeitsplätze schaffen in Bezug jetzt Energiegewinnung? Eine Möglichkeit ist natürlich, den Rohstoff Braunkohle zu nutzen, stärker zu nutzen als Grundrohstoff für weitere Erzeugnisse. Das heißt, der Braunkohleabbau kann weiter erfolgen, die Nutzung ändert sich nur. Und richtig ist, dass man natürlich das Auslaufen der Braunkohle als Energieerzeuger nicht über wenige Jahre hinbekommt. Ja, das sehen wir auch so, das wird natürlich von einigen gefordert. Wir sind für Umwelt, wir sind für Landschaftsschutz, aber hier sind keine kurzfristigen Ad-hoc-Lösungen möglich. So fein. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Sie standen da bei Ihnen auch öfters drauf,
Mut. Wie definieren Sie Mut? Auch so wieder ein ganz großer, grundsätzlicher Begriff. Mut im heutigen Sinne, auch im politischen Kontext, ist für uns, heißt für uns, Courage zu haben. Die Courage zu haben, Dinge anzusprechen, auch als Politiker, als Partei, die Dinge anzusprechen, die natürlich erstmal eine ganze Menge Gegenwind erzeugen, weil sie eben in dem Moment auch systemkritisch sind. Und Mut bedeutet für uns im Einzelnen, für den einzelnen Bürger auch, dass er wieder mehr Anteil an der Politik, am Geschehen nehmen soll und auch die Courage haben soll, seine Meinung offen kundzutun. Auch, man muss wirklich sagen, in unserem Land mittlerweile unter der Gefahr, doch angegriffen zu werden, verbal angegriffen zu werden, verbal gemaßregelt zu werden. Und wir haben selbst Fälle schon erlebt, wo Menschen beispielsweise aus dem öffentlichen Dienst oder woanders her an Demonstrationen teilgenommen haben, der AfD oder der Pegida, und dann auf ihrem Arbeitsplatz, an dem Arbeitsplatz natürlich doch ganz schön Kritik erfahren mussten, in manchen Fällen, wie ich das mitbekommen habe, sogar so weit, dass der Arbeitsplatz gefährdet war. So, das auszuhalten, trotzdem die Dinge anzusprechen, das verlangt viel Mut, und nur das wird aber zu einer Veränderung der Situation führen in Deutschland. Begriff Political Correctness, oder? In dem Sinne, genau, Ja. richtig. Was mir jetzt gar nicht angesprochen habe, weil irgendwo hat man manchmal das Gefühl, es ist eine Ein-Themen-Partei geworden. Entstanden sind sie ja eigentlich aus der Euro-Geschichte Richtig. Eure heraus. Kritik, ja. Jetzt hört man ja recht viel von Asyl und Ausländer und Zuwanderung. Das ist zwar ein bundespolitisches Thema, aber im Wahlkampf hört man es auch für Sachsen-Anhalt, sind wir ja eigentlich nicht so betroffen. Vielleicht können Sie in kurzen Worten unseren Zuschauern mal nochmal erklären, wie Sie das Thema eigentlich mal in ein paar Worten, wie Sie das Thema sehen und wie Sie es handhaben Ja, also richtig wollen. erstmal, die AfD ist natürlich keine Ein-Themen-Partei. Es ist nur so, dass dieses eine Thema Asylchaos quasi oder Flüchtlingskrise, nennen Sie es, wie Sie das jetzt möchten, unser Land und die ganze politische Landschaft beherrscht. Tag für Tag in den Medien. Und dass andere Dinge, für die wir eintreten als AfD, weniger transportiert werden. Wenn ich in einem Interview sage, die AfD steht aber auch dafür ein, dass das Ehrenamt gestärkt werden soll, dass beispielsweise der ehrenamtliche Bürgermeister, dass dessen Aufwandsentschädigung nicht sozialversicherungspflichtig sein soll. Das ist auch eine Forderung von uns, nur sie wird medial kaum transportiert. Ja. So entsteht natürlich der Eindruck einer Ein-Themen-Partei, weil alles um dieses Thema Asyl kreist im Moment. Ist aber nicht so. Wir sind immer noch und ganz genauso eine Partei, die die EU und diese zentralistische Entwicklung der EU sehr kritisch sieht. Wir sind eine Partei, die Euro-Währung sehr kritisch sieht, hat sich nichts geändert, es ist nur gerade nicht im Vordergrund. Ja. Das war ja eigentlich schon ganz schön ausreichend. Ach so, vielleicht was ganz Privates mal. Welche Bücher lesen Sie gern oder welches Buch haben Sie als letztes Buch gelesen? Haben Sie noch Zeit, mal ein Buch zu lesen? Buch lesen ist im Moment sehr schwer möglich. Ich war in meiner Jugend eine absolute Leseratte. Ich habe mich da auch versucht an ganz vielen Dingen. Ich habe auch Karl Marx beispielsweise gelesen. Ja, nur mal als Beispiel. Und komme aber leider in letzten Jahren sehr wenig noch zum Lesen. Und meistens lese ich jetzt Dinge natürlich, die mit Politik zu tun haben. Das ist klar. Ja, Bücher, die über die AfD beispielsweise auch geschrieben wurden. Und natürlich auch die politischen Interna, die Broschüren, unser Wahlprogramm, das Wahlprogramm anderer Parteien, das sind so die Lesestoffe, mit denen ich mich im Moment natürlich beschäftige. Gut. Also, jetzt noch, wir sind ja dieser freie Sender, wir haben keine Zeitbeschränkung, wir wollen es auch nicht unnötig in die Länge treiben. Ich habe Ihr Programm zwar gelesen, kann aber jeder auch selber nachlesen. Vielleicht können Sie noch was, wenn Sie Interesse haben, noch irgendwas selber sagen, was ich nicht gefragt habe oder was Ihnen auf der Zunge liegt, was Sie auch mal in der Öffentlichkeit verbreiten können. Wir sind ein freier Sender, wir sind nicht abhängig von irgendwas und wir sagen, wir lassen jeden ausreden, wir zensieren auch nicht, das ist mir das Wichtigste. Da kann ich Sie noch was fragen. Was halten Sie von unserer Zeit zur Lupe? Das muss man auch mal fragen. Ich finde es erstmal ganz toll, dass wir als AfD, dass ich hier die Möglichkeit erhalte, mich vorstellen zu können, den Zuhörern und Zuschauern vorstellen zu können. Ich finde, das ist echte Demokratie, dass alle die Möglichkeit bekommen, unabhängig von ihrer politischen Botschaft, im Grunde die Möglichkeit zu erhalten, wirklich sich vorzustellen. Das ist schon mal eine ganz große Sache, die uns hier auch sehr gefällt. Das haben wir mit den
Medien nicht immer zurzeit oder wenig zurzeit. Das finde ich schon mal ganz toll. Wenn ich persönlich vielleicht einfach nochmal so drauf los reden darf, möchte ich vielleicht nochmal zwei Dinge klarstellen. Einmal zur AfD und dann einmal zur Region hier. Die AfD wird ja nun seit Monaten, vor allem mit steigenden Umfrageergebnissen, immer wieder attackiert, verbal attackiert als rassistische, als menschenfeindliche Partei, als rechtsextreme Partei. Das stimmt einfach nicht. Ja? Wir grenzen uns ganz deutlich ab zu rechtsaußen. Wir haben unsere Veranstaltung, unsere Kundgebung, unsere Protestspaziergänge immer abgehalten, extra nicht vor Asylheimen, immer so, dass wir quasi Gewalt nicht heraufbeschwören, sondern eher kanalisieren, dass wir die Sorge und auch natürlich teilweise den Zorn der Bürger so kanalisieren können, dass sie in einer gepflegten, gewaltfreien, vielleicht manchmal lautstarken, aber friedlichen Kundgebung ihren Ausdruck finden kann. Ja, das finde ich ist auch wichtig, das sollte man mal zur Kenntnis nehmen. Und dann zur Region hier selber. Ich bin ja wie gesagt auch Direktkandidat für diesen Wahlkreis. Die Region bedarf natürlich auch einiger Veränderungen. Es ist einfach so. Wenn wir in Zeitz beispielsweise schauen, das ist eine Grundschule, im Grunde genommen, dass ein Sanierungsstau besteht bei der Grundschule, bei der Infrastruktur, dass der Putz von der Schule abfällt, dass Fenster nicht mehr richtig gangbar sind, dass die Kinder eigenes Spielzeug mitbringen in die Schule, weil kein Geld dafür da ist. Und auf der anderen Seite aber Millionen ausgegeben werden, selbst im Landkreis Millionen ausgegeben werden für dieses Multikulti-Experiment, dann sagen wir als AfD, hier ist eine Schieflage entstanden, das kann so nicht weitergehen, hier muss gehandelt werden. Ein kleiner Hinweis noch, ich muss gar nicht mehr Spielzeug in die Schule bringt. Ja, es ist wirklich so, es ist wirklich so, dass dass der Ball oder irgendetwas dann, das Spielzeug wirklich in der Grundschule mitgebracht wurde für die Pausenzeiten, ja, dass gerade in der Grundschule Zeitz dort im Grunde Spielgerät abgebaut wurde, was schon lange hätte erneuert werden sollen, aber es ist kein Geld dafür da und sie bringen die Kinder ihr eigenes Spielzeug mit. Das ist so ein Ausdruck der Tatsache, wenn wirklich keine Mittel da wären, ja, dann würden die Leute vielleicht das auch mitmachen und akzeptieren können. Uns wurde ja nun jahrelang erzählt, es muss der Gürtel enger geschnallt werden in allen Bereichen. Viele Leute haben das geglaubt und jetzt urplötzlich fließen Millionen und Milliarden für Experimente, die im Grunde keiner wollte, wo keiner gefragt wurde. Das treibt natürlich die Leute auf die Straße mittlerweile und das ist auch daraus letztlich der Wunsch vieler Bürger ab, hier wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Und es gibt im Moment nur eine Opposition zu dem Merkel-Kurs, den wir haben. Die alten etablierten Oppositionsparteien sind ja keine Oppositionsparteien. Es gibt nur noch einen Kurs, Merkel-Kurs. Alle gehen mit. Es gibt nur eine Alternative, das ist die AfD. Und wir holen uns 20% und mehr bei der Landtagswahl. Dann danke ich Ihnen vielmals fürs Gespräch Jawohl. und bis zum nächsten Vielen Mal. Dank. Dankeschön. Vielen Dank.